Heute in der Sendung: Am Brandenburger Tor haben die Vorbereitungen begonnen. Die Abendschau heute live vom Grenzkontrollpunkt Drewitz. Und letzte Vorstellung im Quartier Latin. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Winter kam mit einer Tageshöchsttemperatur von 14 Grad und weiterhin sonnigen Aussichten. Weniger rosig sieht es beim Reiseverkehr aus. Zwar wird so mancher, der seine Winterreise bereits gebucht hat, wegen der Ereignisse doch lieber hierbleiben. Andere wiederum werden erst recht die Koffer packen und zur Stadtflucht aufbrechen, vor allem heute am ersten schulfreien Tag. Stress, Stau oder fließender Verkehr? Das ist die Frage zu dieser Stunde. Erste Antworten darauf von Gerhard Horstmeier live vom Grenzkontrollpunkt Drewitz. Da von beidem, von Stress und von Stau, kaum etwas zu merken ist, möchte ich zunächst mal erzählen, dass das hier eine Premiere ist. Denn ich habe mir gerade erzählen lassen von Major Dieter Gumm, von den Grenztruppen hier, dass wir die Ersten sind, die je von hier live gesendet haben. Noch vor 2 Monaten wäre das alles nicht möglich gewesen, das wissen Sie selber. Wir erleben fast jeden Tag eine Premiere, es überschlägt sich alles. Und jetzt zeigen wir Ihnen mal, wie es hier aussieht. Zunächst mal, da ist der Transit. Völlig normal für Tage wie diesen, einen Donnerstag oder Major Gumm? So ist es. Wir haben einen leicht erhöhten Verkehr an den Donnerstagen. Man weiß ja, auf das Wochenende zugeht. Und so ist das eigentlich als normal zu bewerten, der heutige Verkehr. Jetzt frage ich mal eben unsere Fahrgäste. Wo möchten Sie hin? Nach Braunschweig. Fahren Sie in richtig Weihnachtsferien? Nein, wir fahren nach Hause. Wir waren heute in Ost-Berlin. Und haben Sie damit gerechnet, dass es so wenig Verkehr sein wird hier? Obwohl heute die Ferien begonnen haben? Es reicht mit dem Verkehr. Rechnen Sie mit irgendwelchen Staus in Helmstedt? Nein. Nein. Gute Reise. Dankeschön. Herr Major, wie wird es in Rudolfstein sein? Von Rudolfstein sind mir selber keine Werte bekannt. Ich kann nur darauf verweisen, dass ja in letzter Zeit des Öfteren dort mit Staus zu rechnen war. Wie das heute konkret aussieht, ist mir nicht bekannt. Wir haben also hier etwas erfreulichere Dinge, ja, was den Verkehr betrifft. Rechnen Sie denn mit dem Stau morgen oder wann rechnen Sie damit? Ja, wir haben in den letzten beiden Tagen erheblich unter unseren Werten gelegen, die wir eigentlich angenommen haben und die auch Grundlage für unsere Kräfteplanung waren. Wir hatten heute über 6 Stunden 1800 Autos geplant, teilweise nur die Hälfte gekommen von dem. Die Westberliner Bürger haben uns also etwas im Stich gelassen. Gott sei Dank. Damit zunächst mal zurück in die Sendung. Also erstmal Ruhe vor dem Sturm. So viel zur gegenwärtigen Situation. Mehr über den heutigen Ausreiseverkehr später in der Sendung. Alle Welt fiebert dem morgigen Tag entgegen. In den Nachmittagsstunden soll das Brandenburger Tor geöffnet werden. Nach genau 28 Jahren, 4 Monaten und 9 Tagen. Schon heute Riesenmedien und Vorbereitungsrummel für uns mitten im Gewühl. Uli Zelle. Ja, hier herrscht auch so eine Art Ruhe vor dem Sturm, aber zumindest das Warten ohne zu wissen ist vorbei. Wir wissen jetzt, dass sich das Tor morgen öffnen wird um 15 Uhr, allerdings nicht in der Mitte, sondern nördlich und südlich des dicken Mauerrings. Dort wird sich ein 5 Meter großer Spalt auftun. Und im Süden geht es dann in Richtung Osten und im Norden kommen dann die Gäste zu uns in den Westen. Drüben haben die Vorbereitungen für die Bauarbeiten schon begonnen und man rechnet, in 2 bis 3 Stunden geht es dann tatsächlich los. Aber zunächst ist hier wenig zu sehen, auf dieser Seite zumindest. Und deshalb zurück ins Studio. Morgen wird's voller. Über die Aktivitäten im Laufe des heutigen Nachmittags informiert Sie nun Wolfgang Kandeler. Ein Blick über die Mauer zum Brandenburger Tor vor knapp 1,5 Stunden. Noch herrscht hier Ruhe. Die Bauarbeiten sollen erst am späten Abend beginnen, so meldete es zumindest die DDR-Agentur ADN. Auf Westberliner Seite ein Bild, das man noch aus den Tagen kennt, als die ersten Gerüchte über den Mauerabriss hier kursierten. Schaulustige rundum, natürlich die internationale Presse mit ihren Wohnmobilen, TV-Übertragungswagen am Rande. Keiner will den geschichtsträchtigen Moment verpassen. In knapp 20 Stunden sollen 2 etwa 5 Meter breite Fußgängerüberwege rechts und links neben dem Brandenburger Tor vorbeiführen. Dort, wo der meterbreite Betonwall direkt an die schmalere Mauer grenzt. Im Hintergrund sind erste Baufahrzeuge zu erkennen. Schaulustige, die es nicht mehr erwarten können. Wir bleiben die ganze Nacht hier. Wir bleiben die ganze Nacht. Bin ich hier. Seit 5:30 bin ich hier. Halten Sie aus? Ja, nur. Essen bestelle ich mir, hole ich mir was. Wir waren hier, als wir aufgebaut haben, nur wollen wir sehen, wie sie da abbauen. Ne? Gelassenheit bei den beiden Volksarmisten. Bisher ging alles um die Westberliner Bevölkerung, alle freundlich gewesen und so weiter. Und morgen das entsprechende Verständnis, auch hauptsächlich von der ostdeutschen Bevölkerung,
auch da entsprechend da ist und die solche Äußerungen nicht fallen und so, hoffe ich doch, dass wir auch für die Genossen morgen dann eben ein Erlebnis wird. Auch die Westberliner Polizei denkt, dass sie alles in den Griff bekommt. Kann jeder rankommen, der interessiert ist, oder wird man hier etwas absperren? Man wird etwas absperren, das ist richtig, ja, aber der südliche Bereich der Straße des 17. Juni wird für den, wenn ich das so ausdrücken darf, Zuschauerverkehr freigegeben werden, sodass jeder die Möglichkeit hat, entsprechend davon Kenntnis zu nehmen. Also alle gerüstet für den großen Augenblick. Der rot-grüne Familienkrach ist in der vergangenen Nacht vorerst beigelegt worden. Wie die Abendschau bereits gestern ausführlich berichtete, gab es einen Koalitionsstreit zwischen SPD und AL über die geplante Westberliner Stromtrasse für den innerdeutschen Stromverbund, über den Bau des Deutschen Historischen Museums und die ungelöste Frage der Kindertagesstätten. Gestritten wird zunächst nicht weiter, doch geklärt ist im Prinzip ebenso wenig. Die Ergebnisse einer langen nächtlichen Verhandlungsrunde fasst Wolfgang Görke zusammen. Nächtlicher Zeitvertreib. Journalisten im Pressezimmer des Rathauses Schöneberg während der Marathonsitzung des Senats gestern Nacht. Warten auf Neuigkeiten. 6 Stunden stritten die Koalitionspartner im Senat. Dann war die Krise bewältigt, der Bruch vermieden. Ob auf Dauer, ist offen. Es bleiben Differenzen. Ein Symptom dafür, getrennte Öffentlichkeitsarbeit. 0:36 Uhr. Der mitternächtlichen Pressekonferenz des Senatssprechers blieben die AL-Senatorinnen fern. Sie gaben dafür heute zusammen mit der AL-Fraktion eine eigene Pressekonferenz. Die Auseinandersetzung im Senat über den Personalmangel in den Kindertagesstätten wurde vertagt. Immerhin, SPD und AL bescheinigten sich gegenseitig Kompromissbereitschaft, um zu einer Lösung zu kommen. Die von der AL gestellte Jugendsenatorin Anne Klein, die mehr Personal für die Kindertagesstätten fordert, willigte in die Vertagung ein. Ich habe die Vertagung sogar vorgeschlagen, weil mir klar war, dass wir sonst in der angemessenen Zeit wahrscheinlich nicht fertig werden und ich in jedem Fall auch vermeiden wollte, dass in einer hektischen Situation diese mir sehr, sehr wichtige Frage zu kurz kommt. Frau Klein, mit welcher Absicht gehen Sie in dieses Gespräch? Ich gehe mit der Absicht in das Gespräch, um jeden Preis strukturverbessernde Maßnahmen, das heißt konkret eine Verbesserung des Personalschlüssels für die Erzieher und Erzieherinnen in den Kindertagesstätten zu erreichen, in welcher Form auch immer. Ein einsamer Quader auf grüner Wiese in der Nähe des Reichstagsgebäudes. Der Grundstein für das Deutsche Historische Museum. Am 28. Oktober 1987 wurde er gelegt. Dann verwaiste er. Die eigentlichen Bauarbeiten begannen nie. Die AL will am liebsten überhaupt kein Museum, aber die SPD will das Geschenk der Bundesrepublik an das Land Berlin nicht ablehnen. Der Koalitionskompromiss, Bundeskanzler Kohl soll eine neue Konzeption genehmigen. Im Zuge der politischen Veränderungen müsse die DDR an der thematischen Ausgestaltung des Museums beteiligt werden. Verhandlungen mit der DDR sollten aber erst nach den freien Wahlen am 6. Mai nächsten Jahres aufgenommen werden. Hochspannung. Beim innerdeutschen Stromverbund knisterte es. Ein Drahtseilakt für die Koalition. Die SPD setzte sich durch. Jetzt wird doch die große Stromtrasse gebaut für die volle ursprünglich vereinbarte Kilowattleistung. Der AL zuliebe gibt es Umweltschutzauflagen. Gleichzeitig verabschiedete der Senat ein Konzept für eine Energiesparpolitik. Die AL-Senatorinnen stimmten widerstrebend zu. Wir hatten gestern Abend die Koalitionsfrage auf dem Tisch. Die SPD hat sie uns auf den Tisch gelegt. Und wir Senatorinnen in Absprache mit der Fraktionsvorsitzenden der alternativen Liste haben entschieden, dass wir an diesem Punkt nicht den Koalitionsbruch machen, sondern wir sind uns der Verantwortung bewusst, die wir für die Stadt hier haben und dass es besonders wichtig ist, jetzt in dieser historischen Zeit eine stabile Regierung in Berlin zu haben. Und wir stehen zu der Verantwortung, die wir übernommen haben, als wir in die Koalition eingetreten sind. Und nun die Abendschau-Nachrichten mit Renate Bauer. Die Fraktion der Republikaner hat heute einen Misstrauensantrag gegen die AL-Senatorinnen Klein, Volkholz und Schreyer gestellt. In der Begründung heißt es, dass Berlin jetzt eine stabile und handlungsfähige Regierung brauche. Bei den Zerwürfnissen zwischen den Koalitionspartnern sei jedoch nicht zu erwarten, so die Republikaner, dass die für die Stadt notwendigen Entscheidungen getroffen würden. Keine Freifahrten mehr. DDR-Bürger müssen ab 1. Januar für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in West-Berlin zahlen. Fahrscheine für 2 Ostmark sollen im Ostteil der Stadt ausgestellt werden. West-Berliner können mit dem BVG-Fahrschein zum Normaltarif auch in Ost-Berlin fahren.
Unklar ist bisher, ob auch Monatskarten anerkannt werden. Für Theater, Oper und Ausstellungen in West-Berlin müssen DDR-Besucher künftig die Hälfte des Eintrittspreises in D-Mark zahlen. Erstes Treffen der Senatorin für Frauen, Jugend und Familie Anne Klein mit ihrem Ostberliner Amtskollegen. Stadtrat Hans-Jürgen Liebetrau ist neben Jugendfragen auch für Sport und Körperkultur zuständig. Zusammen mit Vertretern beider Verwaltungen einigte man sich darauf, gemeinsame Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themenbereichen der Jugend- und Familienpolitik einzurichten. So soll es bald Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche aus beiden Teilen der Stadt geben. Ein weiteres Thema der Gespräche war die Drogenproblematik. Mit rund 290.000 registrierten Straftaten 1989 hat Berlin die höchste Kriminalitätsziffer in der Nachkriegsgeschichte. Das sagte heute Polizeipräsident Georg Scherz. Delikt des Jahres ist laut Scherz der Ladendiebstahl mit einer Zunahme von 30%. 60% der Straftaten sind Eigentumsdelikte, wie zum Beispiel Wohnungseinbrüche. Die Rauschgiftkriminalität hat sich um 20% erhöht. Die Aufklärungsquote liegt bei 48%, so der Polizeipräsident, und damit weit über dem Bundesdurchschnitt. Vor der rumänischen Botschaft im Ostberliner Bezirk Pankow. Mahnwache wegen der blutigen Niederschlagung oppositioneller Bewegungen durch das Ceausescu-Regime. Es werden Unterschriften gesammelt, um die Regierung der DDR zur Aussetzung der diplomatischen Beziehungen mit Rumänien zu drängen. Für den späteren Nachmittag war eine weitere Demonstration zur Botschaft angekündigt. Die Mahnwache soll über Weihnachten fortgesetzt werden. In einer bisher beispiellosen Hilfsaktion hat die DDR heute zu einer Herztransplantation in West-Berlin beigetragen. Die Ostberliner Behörden gaben unbürokratisch die Genehmigung zur Landung eines bundesdeutschen Ambulanzdüsenflugzeuges in Leipzig. An Bord war ein Ärzteteam des West-Berliner Herzzentrums, das per Rettungswagen zur Entnahme eines Spenderherzens nach Halle gefahren wurde. Danach flog das Team nach West-Berlin, um das Organ einem schwerkranken Patienten einzupflanzen. Der lang diskutierte Ausbau des Flughafens Tegels ist in eine neue Phase getreten. Auch wenn die Deutsche Lufthansa und die Interflug gemeinsam der Presse erklärten, dass Meldungen über die Gründung einer Gesellschaft zum Ausbau des Flughafens Schönefeld gegenwärtig nicht den Tatsachen entsprechen, soll eine gesamtdeutsche Lösung gefunden werden, um beide Flughäfen zu entlasten. Was die Anwohner rund um Schönefeld dazu sagen, ist vorerst noch ungeklärt. Genauso das Verhalten der zurzeit noch Luftraum beherrschenden Alliierten. Eines jedenfalls steht fest, die erste Achse des deutsch-deutschen Luftverkehrskreuzes ist in der Planung. Mehr dazu von Horst Reimann. Flughafen Berlin-Tegel. In diesem Jahr fast 90.000 Starts und Landungen. Mit 6 Millionen Passagieren ist die Kapazität nahezu erreicht. Und Flughafen Schönefeld. Rund 3 Millionen Passagiere im Jahr. Auch hier wird es langsam eng. Jetzt wird davon gesprochen, ob und wie der Flughafen Schönefeld ausgebaut werden kann. Dafür soll ein gemeinsames Unternehmen sorgen, an dem die Lufthansa, die Interflug und die Berliner Flughafengesellschaft beteiligt werden sollen. Sinn der Sache ist, Schönefeld auszubauen und damit zu einem Flughafen zu machen, der dem internationalen Standard entspricht. Nun ist ja ein Ausbau auch mit anderen Maßnahmen verbunden, zum Beispiel mit dem Bau neuer Landebahnen. Und die Umweltschützer in der DDR schlafen ja inzwischen auch nicht mehr. Ist da nicht mit Protesten zu rechnen? Das kann ich im Einzelnen nicht beurteilen. Aber richtig ist, dass zur Großstadt Berlin selbstverständlich ein leistungsfähiger Flughafen gehört. Und Schönefeld kann, wenn eine weitere Landebahn gebaut wird, sicher ein solcher leistungsfähiger Flughafen werden. Ich denke, wenn man abwägt zwischen Tegel und Schönefeld, dann ist sicher Schönefeld in der günstigeren Position. Nicht vom Tisch sind damit jedoch die Ausbaupläne für den Flughafen Tegel. Denn die Zahl der Passagiere dürfte sich in den nächsten 10 Jahren nochmals verdoppeln. Von heute 6 auf 12 Millionen Fluggäste. Es wird also noch enger als bisher. Beide Flughäfen aber wollen ihre Zusammenarbeit künftig verbessern. Kooperation mit Schönefeld, das klingt gut. Gibt es denn schon Gespräche darüber, wie man kooperieren könnte? Ja, es gibt Ansätze. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir Kontakte etwa hatten mit den Repräsentanten des Flughafens Schönefeld. Jetzt geht das natürlich etwas einfacher, auch in Berlin und nicht nur woanders. Und es gibt schon Möglichkeiten, die können sich auf dem technischen Sektor abspielen. Die können auch in dem Transfer bestehen, der ja notwendig ist, einen schnellen Transfer zwischen dem Flughafen Schönefeld und Tegel. Vor allen Dingen wollen wir aber auch gemeinsam die Verkehrsentwicklung abschätzen und dabei auch die Aufkommensgebiete nicht aus dem Auge verlieren. Wo kommt die
Mehrzahl der Passagiere her, aus welchen Teilen dieser Stadt und aus dem Umfeld. Und das muss man ja jetzt alles mit einbeziehen. Keinesfalls zurückgehen wird auch die Zahl der Starts und Landungen in Tegel und damit die Lärmbelästigung der Anwohner. Im Gegenteil. Und die Fluggäste, würden Sie eines Tages auch von Schönefeld abfliegen? Kann ich mir ganz gut vorstellen. Und für die Leute, die im Süden wohnen, ist es sowieso praktischer. Die haben da nicht so eine lange Anfahrt. Warum nicht? Das ist doch genauso Berlin. Ich bin auch schon nach Jugoslawien von da aus mal geflogen. Hätte ich keine Probleme. Im Gegenteil, würde ich begrüßen. Der Fall der Mauer, das ist nicht nur große Politik. Gerade im Kleinen zeigt sich, was die Öffnung der Grenzen bedeutet. In Stahnsdorf, links von der Autobahn, gleich hinter Dreilinden, gibt es zwei Friedhöfe, die, und das ist ja nicht ganz alltäglich, dem Bezirk Wilmersdorf gehören. Die letzten 28 Jahre waren sie weitgehend in Vergessenheit geraten. Jetzt werden sie förmlich wiederentdeckt. Nicht zuletzt, weil es bekanntlich Platzmangel gibt in unserer Stadt. Ein Bericht von Christian Walter. Der Eingang zum Wilmersdorfer Waldfriedhof in Stahnsdorf. Ein Aushang informiert über erlöschende Nutzungsrechte und darüber, dass der Bezirk hier noch immer zuständig ist. Seit 1922 betreibt der Bezirk den Friedhof mit seiner kleinen Kapelle. Doch die Bestattungen sind selten geworden, seit 1961 die Verkehrswege zwischen Wilmersdorf und Stahnsdorf verbaut wurden. Nur ab und zu haben sich Verwandte hier beerdigen lassen, denn diese Möglichkeit war auch in den letzten 28 Jahren gegeben. Es ist ein schöner Waldfriedhof und auch der Mann, der ihn als Park angelegt hat, hat hier seinen Grabstein, Erwin Barth. Platz ist reichlich, weit mehr als im Bezirk Wilmersdorf selbst zur Verfügung steht. Der zuständige Stadtrat nutzt seinen Besuch heute, um amtliche Kontakte zur Bürgermeisterin von Stahnsdorf herzustellen. Doch im Mittelpunkt steht der Informationskaffee-Klatsch mit Journalisten in der Personalgarderobe. 18 Menschen arbeiten hier, 1961 waren es noch 27. Sie kriegen auf dem Umweg über Bundesbank und Staatsbank der DDR ihr Salär aus Wilmersdorf. Allerdings getauscht im Verhältnis 1:1. Weiterfahrt zum zweiten Wilmersdorfer Friedhof in Stahnsdorf, dem Friedhof Güterfelde. Hier laufen gerade Dreharbeiten der DEFA für einen Film über Albert Einstein. Die Kapelle ist deshalb zur Synagoge umdekoriert worden. Doch das täuscht über den wahren Zustand kaum hinweg. Die Heizung ist defekt, im Keller steht Wasser. Der Bezirk will vom Finanzsenator das Geld zur Substanzsicherung haben. Wenn die Flächen in Stahnsdorf wieder voll genutzt werden und die Grabstellen sind hier erheblich günstiger als in West-Berlin, dann kann auf der anderen Seite der Staatszuschuss für die Friedhöfe reduziert werden. Was kann das denn konkret für Wilmersdorf oder vielleicht für die ganze Stadt bedeuten, dass hier so ein großes Areal zur Verfügung steht? Ich glaube, das kann für Wilmersdorf, aber nicht nur für Wilmersdorf, sondern für ganz Berlin eine Entlastung bedeuten. Wir müssen nicht Erweiterungsflächen für Friedhöfe angehen. Die Erweiterungsflächen können zwischengenutzt werden für Kleingärten, vielleicht auch sogar für Wohnbauten. Das wäre dann wie früher auch, denn diese Friedhöfe wurden einst gekauft, weil es innerhalb Berlins an Fläche mangelte. Wir bleiben in der Gegend von Stahnsdorf und schalten noch einmal zum Kontrollpunkt Drewitz, wo Gerhard Horstmeier weiterhin den Ausreiseverkehr beobachtet. Und im Moment beobachten wir diejenigen, die aus Berlin ausreisen, aber in die DDR einreisen. Und da ist die Schlange heute etwas länger als bei den Transitreisenden. Das hat unter anderem natürlich auch etwas damit zu tun, dass die Bürokratie noch umständlicher ist. Das alles wird sich ändern. Wir haben heute Morgen hier in dem Grenzkontrollpunkt Drewitz den Zoll und auch die Grenztruppen besucht und haben mal versucht, hinter die Kulissen zu gucken. Wir konnten nicht überall reingucken, sage ich gleich. Ich sage Ihnen auch gleich, wo wir nicht reingucken konnten. Aber zunächst mal zeigen wir Ihnen, was wir so alles gesehen haben. Können wir jetzt mal den Film sehen? Das wäre ganz schön. Na, ich sehe, am Sonntag ist das Vergangenheit. Kein Mindestumtausch mehr. Koffer werden auch weiter durchleuchtet, nach allem Geld, Kunstwerke, Antiquitäten, Drogen besonders. Und alles das landet, wenn gefunden, hier im Asservatenraum, der heute Morgen relativ leer war. Ein einsamer Videorekorder blieb übrig. Die Garage hat viel erlebt. Hier ist immer noch der Asservatenraum, da ist der Videorekorder. Die Garage hat viel erlebt, die wir Ihnen gleich zeigen. In dieser Garage wurden nämlich die Autos auseinandergenommen, die durchsucht wurden. Hier ist diese Garage, die durchsucht wurden, unter anderem natürlich auch nach flüchtenden DDR-Bürgern. Heute reist, Gott sei Dank kann man dazu nur sagen, niemand mehr aus der DDR aus, im Rücksitz oder im Kofferraum oder gar im Tank. Deshalb hat das hässliche Stück, was wir Ihnen da zeigen, auch
wirklich nichts mehr zu bedeuten. Was hat denn der Zoll, Herr Kommissar Krüger, heute noch zu tun? Na, wir als Zöllner freuen uns natürlich besonders, dass wir die ersten Berührungspunkte mit sein werden für die Bürger aus West-Berlin, aus der Bundesrepublik, die unter diesen erneuten Reiseerleichterungen zu uns zu Besuch kommen. Wir haben uns darauf eingestellt, dass natürlich ein erhöhtes Verkehrsaufkommen bei uns hier auch am Grenzamt in Erscheinung treten wird. Aber wir werden gewährleisten, dass wir eine freundliche, höfliche und zuvorkommende Abfertigung hier durchführen und dass jeder mit guter Laune zu seinen Verwandten und Bekannten in die DDR einreisen kann. Was sind die wichtigsten Dinge, die nicht eingeführt werden dürfen in die DDR? Geld? Nach wie vor gilt das Einfuhrverbot von Mark der DDR, die ja als Binnenwährung bekannt ist. Kunstwerke? Ansonsten ist in der Einfuhr eigentlich, außer bei Kraftfahrzeugen, wo noch eine Gebührenerhebung vonstatten geht, eigentlich eine sehr großzügige und sehr großzügige Erleichterung eingetreten. Auch schon zu Weihnachten? In der Einfuhrbestimmung. Jawohl, die Zollverwaltung wird sehr kulant, will ich mal sagen, und sehr reibungslos in dieser Frage verfahren. Herr Majokum, die neue Zählkarte, ich will mal versuchen, sie zu zeigen, die neue Zählkarte ersetzt das Visum. Ist das richtig? So ist es. Und zwar am 24.00 Uhr wird also die übliche Ausstellung der Transitvisa entfallen, dafür die Zählkarte. Ich habe hier auch mal eine, so wird sie aussehen. Die halten wir mal in die Kamera, ja. Aber das Problem ist doch, Sie behalten beide Kontrollpunkte besetzt. Und wird es denn immer überhaupt schneller dann? Wir verzichten also nicht auf diese Dokumentenannahme und Dokumentenausgabe aus dem ganz einfachen Grund, weil im Transitverkehr also auch Personen des übrigen Auslandes, also Bürger anderer Staaten, Niederländer oder als Beispiel reisen, die also nach wie vor der Visapflicht unterliegen und teilweise also auch Visagebühren entrichten müssen. Ja. Wir schaffen uns damit also bei der Abfertigung einen gewissen Vorlauf, sodass also die Abfertigung reibungsloser funktioniert, als wenn eine einmalige Kontrolle ist. Glauben Sie, dass dann zum Beispiel hier die Autos neben uns nicht mehr stehen, sondern dass es dann langsam durchgeht? Nun, wir erwarten, dass wir einen recht fließenden Verkehr haben, dass es also nicht zu Standzeit innerhalb der Abfertigungsspur kommen wird. Ich will noch mal den Zuschauern zeigen, wo wir nicht drehen durften. Hier in dem Häuschen. Sie kennen alle dieses berühmte Förderband, wo unsere Papiere dann eingehen. Und da in dem Häuschen sitzen die Kontrolleure, die kontrollieren unter anderem auch. In diesem Kontrollhäuschen wird also bisher die Visaerteilung, künftig also die Ausstellung dieser Zählkarten und also Prozesse der Fahndung realisiert. Und die Kontrolleure kontrollieren unter anderem auch die Liste derer, die nicht den Transit benutzen dürfen. Wie hoch ist die Zahl? Eine genaue Anzahl kann ich Ihnen nicht sagen dabei, aber ist sehr stark reduziert worden. Ab wann gelten die neuen Regelungen? Also kein Visum mehr, kein Mindestumtausch mehr. Gilt es schon in der Nacht zum 24. oder erst ab 0 Uhr 24. Ab 24. 0 Uhr. Also wer zum Beispiel 23.30 Uhr kommt, für den gilt es nicht. Wir werden da sicher um einige Minuten nicht falschen. Gut. Also, wir wollen alle hoffen, dass besonders zu Weihnachten es besser wird. Und Ihnen wünsche ich ein schönes Weihnachtsfest. Was machen Sie am Weihnachten? Nun, ich habe frei zu Weihnachten und ich verbringe im Kreis der Familie. Und wann rechnen Sie mit dem großen Ansturm? Im Transitverkehr am Morgentag und in der Einreise wird das natürlich am 24. dann zu erwarten sein. Wir wollen hoffen, dass es nicht so schlimm wird. Damit zurück zur Abendschau. Wichtige Informationen in Kürze. Danke sehr, Gerhard Horstmeier. Seit gestern war in Rockfans wahre Tränen. Eine der urigsten und ältesten Berliner Musikkneipen, das Quartier Latin in der Potsdamer Straße, macht zum Jahreswechsel dicht. Im nächsten September soll es unter neuer Regie und mit neuem Programm eine Bühne für Kabarettisten und Kleinkünstler werden. Aber jetzt heißt es erst einmal Adieu Quartier, ein Abschiedsstück von Uli Zelle. Eine gute Adresse für Freunde handgemachter Musik. Und so bunt wie das Publikum war hier auch die Musikmischung. Angefangen beim bodenständigen Blues des Champion Jack Dupree, mit dem übrigens 1972 das ehemalige Kino zum Club wurde. Über die alternativen Osmundis, konzertanten Rock und Jazz, auch ein bisschen Avantgarde à la Mangelsdorf. Volles Programm bis hinein in die Sounds der wilden 80er Jahre. Es waren bewegte 17 Jahre Berliner Musikgeschichte. Das Quartier, ein Ort zum Hören, Toben, Tanzen und Trinken. Musik pur und Pilz aus dem Pappbecher. Die Mischung hat's gemacht. Der Reiz dieses Ladens war eigentlich für mich immer der, dass hier nie irgendetwas auch nur im Entferntesten gestimmt hat.
Und insofern ist eigentlich schon wieder stimmt. Das muss alles ein bisschen schmuddelig sein und so. Also das macht den Flair von diesem Laden auch aus. Im Prinzip finde ich es schade, dass es nicht mehr so eine Sumpfläden gibt, wo sich jede Band, egal ob sie nun schon meisterhaft ist oder erst nur genial oder von beiden nur ein bisschen, dass sie sich nicht austoben können. Ausgetobt haben sich in diesem 800-Plätze-Club, der meist gerammelt voll war, schon die Neonbabys Nina Hagen, Ideal, El Jarreau, Udo Lindenberg oder Konstantin Wecker. Nicht im rechten Lot sind leider die Finanzen des Quartiers. Eine Dreiviertelmillion Schulden, 6.000 Mark Monatsmiete bisher. Die Miete wird fast verdreifacht. Die Konzeption des Hauses, Trennung von Veranstaltungen und Gastronomie ist auf die Dauer nicht tragbar, weil Veranstaltungen werden normalerweise durch die Gastronomie ausgeglichen, weil unterm Strich leider, aber machen Veranstaltungen eher Minus. Sein Spielzeugladen geht bald pleite. Da half auch keine Beteiligung des kapitalstarken Peter Schwenko. Die letzten Tage sind angebrochen. Zu den musikalischen Trauergästen gehörte gestern auch Barbara Thalheim. Jetzt ist er schon lange ausgereist und weg. Die heimatliche Beutlichkeit verlassen. Mit dem Geld der Erfolgsgruppe BAP und den Ideen der Kabaretttruppe Die drei Tornados soll das Quartier ein neues werden mit Varieté, Kabarett und Disco. Es geht ein Gerücht darum, dass dann kein Rock mehr sein wird oder so. Es wird hier auch noch Hardrock geben. Es wird alles noch geben, was bisher auch hier war. Plus zusätzlich auch noch andere Dinge, die tagsüber möglich sind, bis hin zu Kinderprogrammen und so weiter. Also das wird ein buntes Haus bleiben. Vielleicht ist die Zeit der dunklen, etwas schmuddeligen Clubs tatsächlich vorbei. Dem alten Quartier trauert einer nach, der seit Anfang an dazugehörte. Manfred Sass, die Seele des Lokals hinter der Theke. Er war vor der Kamera nicht so gesprächig wie Quartier-Papagei Loretta. Am 26. Dezember macht das Quartier erstmal für 9 Monate dicht. Bis dahin treten jeden Abend viele auf, deren Namen mit diesem Berliner Traditionslokal verbunden ist. Und natürlich auch Champion Jack Dupré. Am Sonnabend gibt es dort eine große Ost-West-Gala und über die Weihnachtsfeiertage verstärkten Rock unter dem Motto Heavy Christmas für alle, die zum Feste mal was anderes wollen. Den morgigen Abend sollten Sie sich aber wieder für uns reservieren. Ab 19.22 Uhr Informationen aus dieser Stadt. Bis dahin tschüss und auf Wiedersehen.